This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, ich wollte heute mal eine andere Art von Video machen. Und zwar wollte ich euch einfach mal ein paar Sachen aufzeichnen. Und wie sich Bilder im Kopf bilden und was man daraus lernen kann. Also ich denke, gerade so eine Bildersprache ist was, wo ihr euch wirklich so viel rausziehen könnt, wo man sieht, wie die Dinge einfach sind, ohne sie zu verurteilen. Und das ist eben auch genau das. Und man lernt wieder in Analogien zu denken zum Beispiel. Also wenn ihr euch jetzt zum Beispiel mal hier die Wurzeln anschaut von den Bäumen, beziehungsweise die Bilder sind ja eigentlich gar keine Wurzeln, sondern mir ist es neulich nochmal aufgefallen, beziehungsweise so seit 2 Jahren, es ist mir die letzten Winter immer aufgefallen, wenn man sich Bilder anschaut, wenn man sich einfach unterwegs ist in der Natur und man sieht die Bäume ohne die Blätter und man kann sich die Welt genauso auf den Kopf gedreht vorstellen und die Bäume sind wie Wurzeln eben, auch die Äste nach oben raus. Genauso geht es ins Erdreich nach unten, beim Baum eben, so wie es nach oben geht, hier so verzweigt dann und verästelt. Genauso geht es wieder nach unten ins Erdreich, verzweigt, verästelt. Und hier, wie oben, so unten. Und man kann das genauso umkehren wie bei den Bildern eben. Und da ist nichts Gutes oder Schlechtes dran. Und das ist auch sowas, denke ich, wo man, wenn man das in echt mal anschaut. Also ihr seht jetzt zum Beispiel, also was die Gesellschaft eben macht, ist oft nur sich das Obere anschauen, was ist über der Erde. Also nur den Baum zu sehen und nur die Blätter und was trägt er für Früchte. Und ja, viele Sachen bei uns sind einfach viel zu oberflächlich betrachtet. Und es wird nur noch gesehen, was wächst über der Oberfläche. Die Leute probieren, oh, einen riesen Baum wachsen zu lassen. Und hier unten haben sie so eine verkümmerte Wurzel. Hier, das ist alles, was an Wurzel da ist. Und die Leute probieren hier, einen riesen Baum zu wachsen. Und irgendwann macht es halt mal Cut. Und der Baum hier stürzt um und fällt hier auf den Boden. Weil der einfach das Gewicht nicht mehr trägt. Der ist viel zu groß, der Baum. Und genauso wie man nach oben wächst, muss man auch mit den Wurzeln nach unten wachsen und die Wurzeln in den Boden wachsen. Und dieses Gut und Schlecht betrachten, das entsteht alles im Verstand. Im Dunkeln muss es genauso wachsen. Man muss auch diese Erkenntnis mitnehmen. So. Und die Welt ist halt mal polar und wie oben so unten. Und bei den Bäumen sieht man das eben im Winter so gut. Es ist wie Wurzeln und ins Erdreich. Man muss sich genauso tief verwurzeln, um standhaft im Leben zu sein. So. Es mag vielleicht sein, dass manche Bäume im Winter ja, sehr verkümmert ausschauen und die Leute denken, oh, da ist nicht viel dahinter. Und dann, wenn es aber in Blüte kommt und wenn die Wurzeln da sind und wenn der Baum versorgt ist, das sind eben die Hintergründe, die viele erst nicht sehen. Man spürt es aber selber, wie sich sowas verändert. Ja. Und das ist nur mal eins, so ein nettes Beispiel mit dem Baum. So. Also ohne Wurzeln kann man das Ganze halt vergessen. Und die Wurzeln versorgen einen auch eben mit Nährstoffen, was auch immer. Und die Blätter versorgen einen mit Luft und alles zu seiner Zeit eben. Im Winter geht der Baum nach innen, zieht sich zurück, sammelt sich, die Natur ruht
Und ja, dann kann man aufblühen im Sommer. Und was ich in dem Video aber eigentlich hinaus wollte, ist ein bisschen so den Fluss zu betrachten, den Fluss der Dinge. Also, wenn man geistige Blockaden hat oder emotionale Blockaden, es ist immer wie einen Fluss zu betrachten. Also, ihr könnt es euch vorstellen, das Offensichtliche und dieses Scheinbare eben ist oft nur Schein eben. Also man muss verstehen, warum die Dinge dann so passieren. Das, was rauskommt, kann vielleicht beängstigend wirken für manche. Dabei ist es nur eine Klärung. Also wenn man jetzt mal die Emotionen ansieht. Ich habe zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, die Gedanken oder Emotionen sind wie ein Fluss. Also so habe ich meinen Fluss und dann habe ich hier zum Beispiel Sammelbecken von der Energie. Also das kann ich genauso auf den Körper, auf die Meridiane übertragen, auf alles. Dann habe ich hier zum Beispiel ein Sammelbecken. So, und dann geht mein Fluss weiter. So, und wenn ich hier jetzt zum Beispiel in meinem Fluss hier einen Staudamm habe, eine Blockade, hier ist eine Mauer drin, wie in echt, ihr könnt es euch ja vorstellen, das hier ist ein Staudamm. So, dann staut sich hier das Wasser. Hier haben sich jetzt alte Emotionen zum Beispiel angesammelt, Blockaden. Und ja, die sind halt hier und die haben sich hier immer mehr angestaut. Und dann staut sich hier oben halt das Wasser an. Hier unten ist nur so ein ganz kleiner Durchfluss. Das, was hier unten rauskommt, ist jetzt mal das Sichtbare zum Beispiel. Das, was ihr ausdrückt an Emotionen. Und das Sichtbare mag jetzt hier wenig sein, ihr kommt vielleicht emotionslos rüber und alles, was hier an Energie durch euch durchgeht, geht hier durch den Dreck und nimmt irgendwie Dreck mit und das Wasser verfärbt sich und hier ist ein Schleim und Schlacken praktisch angebildet. Also man kann das genauso auf den Körper dann übertragen. Das sind Schlacken, das sind festgesetzte Emotionen, festgesetzte Energien. Also es ist völlig egal, die Worte, sobald man was mit Worten bezeichnet, ist es schon immer verurteilen meist. Die sind mit Anhaftungen belegt bei den meisten Menschen. Wenn man zum Beispiel das Wort Gifte sagt, was ich oft benutze vielleicht, wo ich mir vielleicht mal ein anderes Wort angewöhnen könnte, so. Gift ist bei vielen dann so negativ behaftet. Gift ist für mich nichts Negatives, nichts ist negativ, nichts ist positiv, der Verstand macht es daraus. Bilder sind immer nicht verurteilend. Ein Kind schaut einfach die Dinge an, das sieht nicht, das schaut sich ein Atomkraftwerk an und denkt, wow, schöner Schornstein, für das ist alles schön. Es betrachtet die Dinge einfach, verurteilt nicht. Und Bildersprache ist einfach was, wo nicht so verurteilt. Aber man kann die Dinge viel besser verstehen damit. Und wenn man wieder zu so einer intuitiven Bildsprache hinkommt und lernt, so einen Rüdiger Dahlke oder Nicolas Klein, die haben ein Buch drüber geschrieben, senkrechte Denken wieder zu lernen. Also nicht dieses einordnende Denken, dieses analytische, sondern mehr wieder eine Bildsprache entwickelt, ein intuitives Denken, wie auch Naturvölker noch gedacht haben. Und viele Wissenschaftler auch immer so gedacht haben. Einstein und diese ganzen großen Denker. Einstein hat ja selber mal gesagt, die Relativitätstheorie hat er nicht seinem trockenen Intellekt, sondern seiner Fantasie zu verdanken. Und genauso zum Beispiel, die ganze moderne Chemie beruht darauf, dass der Benzolring entdeckt wurde und man dadurch die ganzen Kunststoffe herstellen konnte. Und der Entdecker von diesem Benzolring, kennt er vielleicht aus dem Chemieunterricht noch, der hat einfach im Traum gesehen, eine Schlange, die sich selbst in den Hintern beißt praktisch. Und dadurch ist er auf den Benzolring gekommen, durch dieses bildhafte Denken. Und diese ganzen Genies oder die ganzen Leute, die wirklich neue Theorien und was hervorgebracht haben, die haben immer bildhaft gedacht. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier, das ist jetzt mein Ausgang hier, also hier oben fließen Eindrücke rein, das sind meine Emotionen, das sind Energien, die auf mich einwirken. Und die laufen jetzt durch meine Energiebahnen zum Beispiel. Also ihr könnt euch euren Körper wie einen Fluss vorstellen, alles sollte immer im Fluss sein. Wenn es im Fluss ist,
dann ist es gut, dann geht was voran und dann kann man klären die Sachen und reinigen. Sobald was steht, geht nichts voran und das Wasser wird trüb und undurchsichtig. Also ihr könnt euch da auch immer andere Vergleiche noch sehen. Ihr könnt zum Beispiel euch einen Teich anschauen. Wenn man da eben ein bisschen Salz reintut in einen Teich, kann da kein Leben mehr stattfinden, dann können da keine Fische leben. Wenn ich aber in einem Fluss hier ein bisschen Salz reintue, dann macht es dem Fluss gar nichts, wenn der in Bewegung ist. Das verteilt sich und da können trotzdem noch Fische drin leben. Und so ist es auch im Leben. Man sollte immer im Fluss bleiben und dann kann man auch wirklich Dinge gut klären. Und wenn man jetzt hier sieht, zum Beispiel, hier haben sich jetzt alte Blockaden irgendwo im Körper oder in den Emotionen oder in den Energiebahnen angelegt. Und die sind jetzt hier. Und das hier ist immer das, was nach außen hin, ja, wenn man jetzt zum Beispiel selbst positiv denkt, das gelernt hat und dann dadurch alte Blockaden lösen kann, dann kann das nach außen hin eben diesen ganzen alten Mist hier lösen. Okay? Also wenn man jetzt hier diese Blockade löst und dann kann das wieder frei fließen. So, die Blockade ist jetzt weg und jetzt löst sich erstmal dieser ganze Dreck. Und nach außen hin denken die Menschen jetzt, wow, hier kommt ein Riesenschwall Dreck raus und man ist in der Zeit vielleicht schlecht drauf, weil sich da eben diese alten Blockaden lösen. Aber das hier kann sich langsam klären, hier kann das Wasser wieder zirkulieren, geht hier rein, kann das hier wieder reinigen und geht hier wieder raus. Also hier rein, geht hier ein bisschen im Kreis, geht hier so spiralförmig rein und kann das hier wieder klären. Und dann ist das Wasser hier vielleicht mal aufgewirbelt. Dann ist es hier vielleicht mal dreckiger. Es schaut dann übergangsweise halt mal schlecht aus, wie auf einer Baustelle. Aber dann kann sich das alles klären und es kann sich wieder reinigen. Diese ganzen alten Gifte, diese Ängste, Emotionen können hier rausgehen. Also hier gehen Ängste, Emotionen, Gefühle, alte verdrängte Gefühle, Emotionen, Ängste. Wenn man es jetzt auf der körperlichen Ebene sieht, Ungleichgewicht, Gifte. Oder auf was man es zum Beispiel auch übertragen kann, ist ganz interessant, auf den Geldfluss. Geld sollte genauso immer im Fluss sein. Und mit diesem Analogiedenken von Bächen, Flüssen, vom Strömen, vom Wasser, könnt ihr euch erschließen, wie das hier wieder ins Fließen kommen kann und was da für Reinigungsprozesse geschehen können. Also ich habe mir eine bessere Grundeinstellung angeeignet, dadurch diese Blockaden gelöst oder auf körperlicher Ebene zum Beispiel den Körper dort, wo ich Probleme hatte, den Körper dort gelockert oder mich geistig darauf konzentriert und dann können sich die Blockaden hier lösen, die hier, und dann kann sich das Becken hier klären und reinigen und dann kann es aber erstmal sein, dass diese ganzen Ängste, Emotionen, Gefühle, diese Gifte, wenn man es auf der körperlichen Ebene sieht und das Ungleichgewicht sich jetzt erst reinigen kann, das Wasser klärt sich dann langsam. Und dann entsteht erst wieder diese Reinigung. Und deshalb kann das nach außen hin eben so wirken, so auch wenn ein Mensch sich eigentlich innerlich, also oben ist immer praktisch das Innerliche vor dem Becken, dann ist diese Verarbeitung. Und dann kommt das Äußerliche raus. Und dann kann es eben sein, selbst wenn jemand innerlich hier positiven Input und sich selbst in eine positive Richtung entwickelt hat, dann kann es eben, genau dann ist es eigentlich so, dass sich dann Blockaden lösen können und dann der Körper diese Ängste eben lösen kann. Und dann kommt dieser ganze Mist, der sich über Jahre hier angesammelt hat und da festgesetzt war, raus. Und ich meine, das Ganze kann immer unterschiedlich fließen. Man kann
da ganz verschiedene Betrachtungsweisen, ganz verschiedene Bilder dann entwickeln. Man kann zum Beispiel auch sagen, hey, mein Becken ist zum Beispiel manche Menschen, das mag nach außen hin bei manchen Menschen so erscheinen, als wäre alles im Lot und alles gut und dabei ist ihr Becken aber in Wirklichkeit hier am Rand hat sich ganz viel Dreck angesammelt. Vielleicht ist hier eine Blockade, hier ist ein fetter Stein, hier ist ganz viel Matsch, wenn ihr es jetzt auf einen Teich übertragt, ganz viel Matsch und Dreck festgesetzt. Ich mache das Ganze mal braun. Also hier ist ganz viel Dreck festgesetzt. Und ja, vielleicht ist hier noch ein kleiner Stein und hier ist auch ganz viel Dreck dann festgesetzt. Hier ist noch ein Stein. Und für den Menschen mag das jetzt vielleicht, er hat auch jetzt einen positiven Input vielleicht einigermaßen und hat sich in eine positive Richtung entwickelt, aber das Wasser strömt hier einfach durch. Das Wasser strömt hier einfach durch. Dadurch mag das Neue, was ankommt vielleicht, der kann das alles gut verarbeiten, aber trotzdem kann es eben sein, dass man Altlasten im Körper hat. Dass hier irgendwo Altlasten angesammelt sind. Und wenn jetzt jemand erstmal rangeht und sich diese Sachen hier anschaut und die lösen möchte, zum Beispiel eben auch auf der körperlichen Ebene, wenn man sich irgendwie den Körper an der Stelle massiert, wo die Blockaden sind, oder stimuliert oder einfach gedanklich da reingeht, oder der Körper hat ja auch immer die entsprechenden Entsprechungen für die Organe oder für die Glieder einfach egal, die Lunge steht mehr für Freiheit, Nieren für Partnerschaft und das Ganze eben so deuten. Leber ist so die Lebenskraft. Und wenn man diese Themen dann auch geistig bearbeitet, diese Emotionen, die man da verdrängt hat, sich vielleicht mal ja, vergangene Dinge hochkommen, dann kann es eben sein, dass ich hier die Blockaden hier auch, dass man die lösen kann. Und das kann man eben schaffen, indem man dann wieder, ja, dann stimuliert man eben wieder hier, räumt diesen Stein vielleicht weg. Dann lässt man die Energie hier einfach, die kann dann wieder zirkulieren und dann geht es hier wieder so rein. Und dann kann sich das hier wieder klären. Und dann kommen vielleicht mal wie so Dinge raus, die man von so einem Menschen nicht gewohnt sein mag. Dann kommen hier halt wieder diese ganzen Ängste, die Emotionen, die sich hier angestaut haben, die psychischen Macken oder körperlichen Gifte, die kommen dann wieder raus. In der Zeit mag derjenige körperlich nicht so gut beieinander sein oder auch psychisch nicht so gut beieinander sein. Aber es ist ja nur, weil sich die alten Gifte hier oder die alten Emotionen, Gefühle, Ängste, Schlacken gelöst haben. Und die kommen jetzt raus. Und dann mag das nach außen hin auf manche Menschen vielleicht bedrückend wirken oder verängstigend, weil die Leute denken so, der ist ja jetzt viel unausgeglichener als vorher, vorher ist nie was passiert, vorher ist ja alles gut durchgegangen. Ne? Aber jetzt, weil er eben Blockaden gelöst hat, dann kommen halt mal Angst, alte Ängstgefühle, die einfach irgendwo weggesperrt waren, die kommen halt dann mal raus. Und ja, deswegen kann man sich eben so schön mit diesen Bildern oder wenn man sich einfach mal Flüsse in der Natur anschaut, das Meer oder irgendwelche Bäche im Wasserfall mal anschauen, wie verhält sich da das Wasser, wo können sich da Ansammlungen bilden. Und ja, so kann man eben sich das Ganze selbst mit einer bildhaften Denkweise erschließen. Und auch wenn man jetzt zum Beispiel mal einen Geldfluss betrachtet, wir haben so viele Sachen, so viele kleine so viele kleine Nebenbecken oder große auch an Geldansammlungen in der Vergangenheit irgendwo gehortet und Geld sollte eigentlich immer fließen. Und wenn ich zum Beispiel auch sehe, dass, was weiß ich, Leute haben sich ständig was angespart, weil sie denken, sie haben nicht genug. Und wenn man auch beim Geldfluss wieder dahin kommt, dass man das Geld einmal kommen lassen kann, und mit Freude annehmen kann und genauso mit Freude auch wieder ausgeben kann.
Und dann kommt das ganze alte Geld wieder in Fluss, auch diese ganzen alten Sachen kommen wieder in Fluss und wollen geklärt werden. Und die wollen auch gereinigt werden. Und das geht dann so wieder raus. Und da werden wieder Verbindungen geschafft zu diesen alten Becken. Die werden wieder geklärt und gereinigt, die werden wieder durchflutet, die werden wieder in Gang gesetzt und dann kann sich hier dieses ganze alte, auch mit negativen Gefühlen behaftete, wieder lösen. Und auch Geld ist eben nichts Negatives. Es ist einfach, wie es ist. Es sollte im Fluss sein und es ist nichts Schlechtes. Es ist einfach was, wo die Menschheit sich halt mal angeeignet hat. Und jetzt ist es halt da und was da ist, sollte man akzeptieren. Und dann erst kann man die Situation verändern. Und dann wird es auch wieder zu einem anderen System, denke ich, kommen. Ja, genau. Aber im Allgemeinen eben wollte ich euch einfach ein bisschen dazu anregen, wieder so ein bildhaftes Denken zu entwickeln, wieder mal in die Natur zu schauen. Schaut euch zum Beispiel auch mal das Video an, ich verlinke es mal hier in der Infobox, wie man wieder zur Ruhe kommt von den Gedanken. Da hatte ich mal ein Video drüber gemacht, wo ich mich an, war ich an so einem See gehockt und habe ein paar Steine ins Wasser geworfen. Schaut euch das mal an. Und das ist eben auch, wie die Gedanken sich verhalten. Am Wasser, allgemein von der Natur, mit diesem bildhaften Denken kann man so viel lernen. Ja. Und das wollte ich heute nochmal loswerden im Video. Vielleicht bringt es ja den einen oder anderen ein bisschen weiter. Und deswegen, der Schein ist nicht immer so, wie es in echt ist. Und es kann auch sein, dass das, was reinkommt, alte Blockaden löst und dadurch das, was rauskommt, erstmal für manche, ja, negativ wirken mag. Aber das sind eben nur die alten Sachen, Ängste, Emotionen, Gefühle, die sich da lösen können. Genau. Also, ich hoffe, das hilft den einen oder anderen weiter. Macht's gut, Leute. Ciao.